Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, morgen, morgen. So, wenigstens haben wir eins jetzt rausgefunden. Der Computer stürzt auch offline ab. Ja, also irgendwie scheint das wirklich eine Softwaregeschichte zu sein, sprich ein Virus. Muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich selber krieg's wahrscheinlich nicht hin. Hab ja die Disketten, die Programme habe ich ja alle ja nicht hier bei mir. Das ist ja das Problem irgendwo. Zumindest wüsste ich nicht wo. Ja, dann wird neu aufzuspielen. Gut, ich hol mal eine Festplatte, ziehe meine Daten jetzt rüber. Wahrscheinlich auch den Virus, denn egal. Wir schauen mal. Ne? Bis später. So, liebe Leute, zur Situation. Folgendes. Hier steht jetzt der Monitor mit dem Stream. Er hat einen relativ kleinen Ausschnitt, er filmt quasi das hier, aber eben ausschnittweise, so. Ja, nicht ganz so breit wie diese wunderschöne Kamera, das ist eben das Problem. Deswegen habe ich die hier. So, hier müssen wir Antrieb tauschen. Ja, bitte. Was darf sein? Nicht. Ja. Ha? Sag, was brauchst du? Ja, Kiwi, Schloss, Ein Schloss. ja, Schloss. Schloss. Ja, Schloss. Ein ganzes Schloss. Hier, 30 Euro geht's los bis. Leider, Ja, okay. Okay. Keine 10 Euro haben wir nicht. 10 Euro Schloss. So. Tretlager muss raus. Hab ich heute eigentlich richtig zu tun? Ich habe aber einmal Tretlagerwechsel. Hier muss nur ein Gepäckträger festgeschraubt werden. Das ist lächerlich. Das können die Leute eigentlich auch selber machen. Zwei Schrauben sind lose. Festschrauben. Muss man nur festschrauben. Drinstecken, festschrauben. Egal. Dann halt ein komplett auf. Komplett zerlegen und komplett aufbauen. Und da muss das Rad hier noch fit gemacht werden. Also es wäre mein Bestreben, dass ich das alles hinkriege. Müssen wir schauen. So, erstmal Tretlager raus. Ah. Tretlager raus und neu drin. Ich mach das mal schnell. Ja, so einfach wie das. Zumindest wäre es schön, wenn es so einfach gehen würde. Jetzt brauche ich noch den letzten Schritt, nämlich Bremszug wieder auf die richtige Länge zu bringen. Gut, fertig. Heute ist richtig Ansturm hier. Das ganze Jahr über nicht so einen Aufträge gehabt wie heute. Das ist unglaublich. Antrieb komplett. Das ist unglaublich. Machen wir mal los, wa? Das ist ja eigentlich ein sehr guter Reifen hier. Marathon Mondial. Double Defense und so weiter und so fort. Aber Natur geht immer durch. Hier beste Beispiel. Den überhaupt rauskriegen. Krasse Splitter. Naja, ich baue wieder ein. Die Dame hat mir einen Kaffee gebracht, das finde ich sehr nett. Den fülle ich mal um. Sehr schön. Habe ich umgefüllt in einen Stand.
dem Standard angemessenes Gefäß. Ah. Wie gesagt, mein Kaffee war fast alle. Kommt der neue? Das ist perfekt. So muss es sein. Da freue ich mich. Das ist doch fast wie ein Kuss. Hat sie gesagt, sie bringt mir einen Kuss mit. Das geht natürlich nicht. Kann ich nicht annehmen. Aber einen Kaffee, den darf ich immer annehmen. So, schön. Ja, das kann jetzt der Müll. Das hat sich erledigt. Total verbogen. In die Speichen geraten und total zerledert worden. So kann es gehen. Das haben wir repariert. Also ab im Müller mit. So, jetzt fehlt noch das gute Aufpumpen, wie immer. Und dann haben wir wieder einen Radfinger hier unten. Ich freue mich ein bisschen. Next. Herkules, Fahrbereit machen. Was fehlt zum Fahrbereit machen? Zwei Züge für die Pentasport. Ah, ein Bremszug hier. Der ist auch schmerzlich vermisst. Da. Ja, Licht macht er selber und Sattel macht er auch selber. Den braucht man zwingend allerdings zum Fahren. Ja, was war noch? Habe ich schon vergessen. Tretkurbeltausch. Drei Züge und Tretkurbeltausch. Guter Mann, da fehlt auch Bremsbelag noch an Ihrem Rad. Hier ist ja einer dran, den hätte ich ja auch verwendet, aber auf der anderen Seite, da fehlt irgendwas. Also ich weiß nicht, werde ich den wohl auch noch ersetzen. Natürlich dann beide Seiten neu, dann haben wir gleich auch neu gemacht. Ja, so sieht das aus. So machen wir das. Der hier weg. Aber eine Seite. Natürlich nicht, das hatte ich gar nicht beachtet. Ich die gerade einstellen hier meinen Bremszug und dann sehe ich nur noch einen Bremsbelag. Unglaublich. Unaufmerksam von mir. Ich habe halt eine Morgenpost, da ist irgendwie viel drin oder alle drin. Mokkan-Post! Da habe ich noch überlegt, es gibt ja tatsächlich die Jüdische Allgemeine dazu kaufen. Ich wusste ja nicht, dass es so eine Zeitung gibt. Ja, die haben ja kein Druckverbot. die dürfen ja drucken. Ich wusste nicht, dass es so eine Zeitung gibt. Jatz. Ja, und nu, was hast du jetzt gekauft? Na hier, Werbung. Werbung hast du gekauft? Mehr Werbung drin als Post, oder? Stuhl, Lisbon, ab 936, 63 Euro. Was? Stuhlgang? Ohne Armlehne, in Leder, ab 1053 Euro. Was ist denn das für ein Laden? Das sieht doch alle voll scheiße aus. Wer stellt sich denn sowas hin? Möbelhübner. Möbelhübner ist jetzt verbessert. Ich soll Sie schön grüßen. Ja, von Fanta. Von Fanta grüßt alle Flaschen. Boah. Naja, guck doch mal, das ist ja nicht zu fassen, ey. Was sind denn das für Preise für einen Murks? Da, hier sind alle Metallgestelle, 2682 Euro. Ja, aber das ist doch Karl Friedrich Förster, 1984. Mensch, das ist doch was richtig. Ich habe ja keine Ahnung davon, aber das sieht so instabil aus. Das ist doch Designer-Quatsch. Wenn du da ein Mastweib drauf fühlst, dann bricht das Ding doch zusammen. Was sagst du jetzt? Das ist sowas für ganz leichte Leute. Aber Leute, die Geschmack haben und davon was verstehen, haben euch ja nicht ein paar Pfunde weniger.
Das ist doch nur, da sitzt doch keiner drauf, das ist doch nur, um zu zeigen, guck mal, was wir uns gekauft haben. Schön. So. Das ist doch wie ein Bild an der Wand, verstehst du das? Ah! Da brauchen wir aber eine große Wohnung für, wenn man sich das alles mit so einem Krempel zuhaut. Ja, natürlich, das ist doch, wo das drin steht. Im leeren Raum steht eben so ein Ding und das war's. Ja, und so eine ist Art Erker. Ne? Dafür ist ein Erker gut. Aber hast du keinen Erker, kannst du das Ding nicht rufen. Ja. Was sieht das aus? Das ist doch nur Designer-Scheiß da. Ja. Und sowas, ist das aktuell? Ist das eine Neuauflage? Ist das gebraucht? Oder? Wie? Ich kicke in der RTV, das verstehe ich wenigstens. Herzlich, Herzkino-Nachrichten, aha. Hier hat man schon Angst, wenn man da zu dritt drauf sitzt, dass das durchbricht, oder? Mhm. Boah. Teure Zeug. Die unendliche Leichtigkeit des Designs. Unendliche Leichtigkeit. 4.500, naja. Mann, haben sie aber wirklich pure Mesh Living Regalsystem Minima 3.0 ab 7.000, das ist ja wirklich jetzt mal fett übertrieben. So einfach ist es dir jetzt zu verdienen. Naja, nicht, also man muss ja vorher einen Namen machen, bevor man da solche unverschämte Preise feiern kann. Aber vielleicht auch nicht. Man kann ja mal ganz oft doof sowas anbieten. Ja, ein paar hochwertige Bilder gedruckt. Mit einer Wertigkeit. Und sowas ist günstig. Ich hab's da an Schul Kirk. Finde ich ja schon wieder witzig hier. Der schon wieder. Na, den Tisch finde ich schön. Der Tisch ist schön. Das Ganze richtig nett. Ja. Müll alles hier. Ja. Hm. Hallo? Hallo. Helfen's wieder. Ja, macht ja nichts. Soll ich mal reinbringen? Ja, bring's mal runter. Vielleicht müssen auch nur die Bremsen eingestellt werden. Nicht da rein. Ja, ist doch super, passt doch. Ja, aber das ist doch Futterverkauf. Ja, ich kann nicht mit Werbung verkaufen. Ist ja gleich, wie ist er gleich? Achtung. Jetzt musst du mir sagen. Okay, vorne die Bremsbezüge aus. Bremsbeläge. Bremsbeläge. Ja. Genau. Vorne die Bremsbeläge. Genau. Okay. Gut. Wow. Ich meine, die Züge, die kann man ja gar nicht richtig sehen, außer jetzt hier. Und das sieht halt genauso aus. Das ist ein Schaltzug. Ah. Der ist für die Schaltung. Hier, das hier. Jo! Ja, mag dir denn zu Bremsbelag. Kannst du denn später abholen? So, 4. Achso, nee, das braucht das Fahrrad. Was ist denn, wenn ich dir das morgen vorbeigehe? Dann ist eine gute Zeit irgendwie. Es gibt keine guten Zeiten. Ich bin 12 Stunden am Tag da, irgendwann musst du bringen. Ja, okay. Dann lade das. Und je nachdem, wie viele vor dir sind, dauert Zeit. Ja. Das heißt, so präferierte Zeiten gibt es nicht, wenn ich abends oder so komme. Wie lange bist du denn heute hier? Bis 21 Uhr. Nein. 12 Stunden jeden Tag. Meine Güte. Ich glaube, ich bringe das eventuell dann heute Abend wieder. Ja? Ja. Na gut, okay. Alles klar. Probier was einfach. Also. Bis dann. Gut, bis dann. Wir sind gestiegen. Der FDP ist mal wieder um 5,3% gestiegen. Die FDP. Was? Jetzt dafür habe ich da hätte ich auch ein Bild mal ein Foto machen können im Zeitungsladen. Ich gucke euch jetzt ins Witzig bezahlt. Wir gehen jetzt zusammen. Na und für den Respekt der Zeitungsladenbesitzerin. Genau, er ist unbezahlbar. So ist das. Die muss man ja erhalten. Ja, das ist schon richtig. Also ich
Hätten Sie da auch mal ein anderes Angebot an Getränken, würde ich ja auch dahin gehen und meine Getränke holen, mal so schnell. Aber... Können ja nur nie alles machen. Merkel kämpft um ihre Macht und sagt bald gute Nacht. Der König ist tot, liebe der König. Ja, grüß dich. Jetzt der Mega-Auftrag. Also Prost! Alles abstoppeln. Ja, so ist das. Ach nee, ist nicht dein Ernst, ey. Das schaltet nicht so gut, sagt er. Warte mal, warum das nicht so gut schaltet. Weil der Zug kaputt ist. Na, schaut ja mal an. Na, guck mal. Verbogen. Der Fehler ist noch da. Der Fehler ist noch da. Der Fehler ist noch da. Dennis sucht den Fehler. Sucht den Fehler. Der Fehler ist noch sichtbar. Also ich als ausgebildeter Zweiradmechaniker, wenn mir das nicht auffällt, na denn ist das doch alle tipptopp oder was? Ist doch ein super Kassenschlager hier, das Merida. Schon alleine mein Blick wertet das um 1000 Euro auf. Oh. Ja, das ist nicht festgeschraubt. Der Fehler ist trotzdem noch da. Der Fehler ist trotzdem noch da.
Jeder ist noch da. Sag mal, heiß, kalt, warm. Heiß. Heiß? Du warst doch gerade nicht mit dran. Wo liegt denn der Fehler? Na verdammt. Also, an den Kabelbindern kann es ja nicht liegen. Doch. Nein, was? Natürlich. Man macht doch nicht Kabelbinder am Zug fest. Nein, davon mit dem Kabel. Natürlich macht man das nicht, aber... Macht man doch nicht am Zug fest, der präzise schalten muss. Das ist doch nicht. Ja, das ist natürlich... Also, es war ja natürlich nicht nur hier fest, sondern war ja auch hier fest, denn... Ach so. Und dann ist das natürlich... Ja, klar. Das war meine erste Vermutung gewesen. Ich dachte bloß... So einfach kann es nicht sein. Nee, so einfach kann es nicht sein. Wenn man das natürlich alle schön fest miteinander verbindet, kann es natürlich nicht schalten. Kann nee. Natürlich der Zug nicht anders sich verhalten als so was Bescheuertes. Abgeknipst oder. Ja, dann hau ich sowieso noch. Das ist jetzt. Warum ist der eh hier? Na, Mensch. Unglaublich, ja. Vaterbus, ist das ein gutes Rennrad, eine gute Rennradfirma? Also jetzt, seitdem ich hier so bin, stelle ich fest, wie viele Rennradfirmen es gibt. Naja, das sind keine Rennradfirmen, das sind Fahrradfirmen. Fahrrad. Das sind Hollandräder. Ich stelle nur andere Räder her, außer wenn... Ja, ich muss jetzt arbeiten. Ich würde eine Suppe nehmen. Was denn für eine Suppe? Na, so eine Suppe. So eine teure Suppe oder was? Ja, eine gute Suppe. Teuer muss sie nicht sein, aber gut. Na, ich kaufe ja da mal bei dem Suppen. Oder da kosten sie 5,50, da kosten sie 7,50. Wollen sie doch eine Arbeit nehmen. Jo, das war eigentlich nie. So, wie ist die Nummer nicht aus dem Kopf, sonst hätte ich sie mir jetzt angehoben. Zu machen, aber China ist der nicht. Nee. Ist doch keine Suppen. Der ist, ist doch alles scharf für ihn und so. Das ist nicht sein Ding. Ja, trotzdem. Er will dann aber was anderes, da musst du woanders hinfahren. Sei dir dessen gewahr. Hi. Hi. Ha, ob du einen Hals hast! Ob er einen Hals hat! China, ham, ham! Was für ein Ding? Schienerwanne mit Nudeln. Ich pumpe mich mal kurz auf, ja? Ja, mach mal. Danke. Die Wichte sind hier unten. Ja, alles klar. Er baut sich auf. Er pumpt sich auf, sagt er. Pumpt sich auf. Ja, ja. War das die 19, die da draußen steht? Oh, das weiß ich nicht. Ja, aber. Das fängt ihn hier an. Da sind bestimmt mit zwei. Langsam? Langsam? Lang. Achso, ist früh. Und das ja. Thank you.
Jo! Thorsten ist ein wenig missgestimmt. Schwant mir. So, jetzt machen wir richtig fest. So kann auch nichts passieren hier. Die Kabelbinder. Ja, die Kabelbinder kann man natürlich nicht an den Draht mit dran machen. Dann kann es natürlich nicht funktionieren. Hat der Vorbesitzer offensichtlich nicht gewusst. So mache ich das jetzt. Ja, ich baue schon mal neue Züge ein hier in das Megaprojekt. Dann sieht das hier nicht vorwärts. Klappt ja gut. Runter das andere Teil. So, jetzt schaue ich mal nach dem LX-Schaltwerk aus der Epoche, und zwar aus dieser Serie hoch am besten. Die schwarze Serie noch. 95, 96 müsste das sein. Das hier ist 98, das passt nicht ganz. Werden wir zur Not nehmen. Ja, mal gucken. So originalgetreu wie möglich wäre schön bei dem Rad. Das ist ein echt schönes Rad. Und gleich wieder da. Bis gleich. Ich habe keins gefunden, kein Schaltwerk. Deswegen behalten wir das hier dran. Müssen wir noch mit Dennis abquatschen. Das nämlich, hat er nämlich gekauft. Zwar in der Zeit, wo ich im Urlaub war, hier im Laden, aber hat er trotzdem gekauft, irgendwie in gewisser Weise. Ne? Also insofern, da, quatschen wir mal. Ob er das nun braucht oder nicht, schauen wir mal. Thank you.
Probleme, 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 Probleme. Ja, bitte? Die angebracht hat, nein, nicht, dass das irgendwo hier außen Iran oder so stammt. Ja. Und diese Räucher-EP ist was aussah wie so ein Hund, wahrscheinlich war es eine Imitat, ne? Aber das habe ich gesehen unter entwendeten Kunstgegenständen. Wirklich. Ha. Ist ein Ding. Wer wusste, der Cast ist doch Sonnenlian. Und jetzt? Tauschen. Standard, das ist ja alles Standard. Zeig ihm das so und dann fängt dein Sohn schon wieder damit an und meint, naja, hier ist es nicht 100, ja, und dann haben sie da wieder hier Fachsimpel, also dein Sohn zumindest. Ja, guck nicht, guck. Oh, meine Güte, was ist das für ein Ding? Und ich habe mich nur freundlich bedankt und ja, mein Bruder, wenn er Wissen hat, möchte er es gerne teilen. Naja, aber so ist es, wenn man jung ist, wa? Ja. Also habe ich das ja selber noch die Schnauze. Nein, habe ich ja auch gerne gemacht, in die Fachsimpel, wenn ich von irgendwas Ahnung hatte. Die ich ja nicht hatte, aber. Ja, aber man konnte so tun als ob. Das macht schon mal viel her. Nein, also meine Passion, da habe ich ja schon etwas Wissen. So, hä? Da was Botanik und Pflanzen und sowas angeht. Was kennst du die aus? Naja, kannte ich mal. Ich stelle fest, irgendwann verschwindet das alles. Da ist es nicht mehr da. Aber es hat mich schon mächtig stolz gemacht, wenn ich um Rat gefragt wurde für irgendwelche Dinge. Fand ich gut. Das heutzutage die neue Macht. Abstellgleis. Totengleis. Totgeburt. Na, so bist du. Ja, ja, ja. Und wer ist Kult? Der Mai. Morgen. Alkohol. Feuer, Klinge oder was? Ja, Gaumenspitze. Ah, sieht gut aus. Das sind 20 Jahre, wa? Junghausstil. Ach, man, hier ist ja irgendwo ein kleines Junghaus. Ne, aber es ist doch immer da, wa? Reich Arbeitsdienst, Mutter! So, probier mal. Ein Ding ist zu groß, ein Ding zu groß, aber es sieht doch aus wie der Nacht. Ich hab keinen Rat, Mutter. Naja. So, jetzt ist weiter. Ich mache es endlich. Wie kommst du denn darauf? Donnerstag bis Dienstag. Wieso denn das?
Hast du kein Rad oder was? Ich wundere nicht. Aber ich dachte, er hat seins jetzt. Nein, jetzt sind wir noch nicht fertig. Wie lange dauert denn sowas zusammenzubauen, mein Schaller? Na, weil er sich ja eine extra noch eine Sonnenstütze bestellt hat. Ach, jetzt hör auf. Kannst du ihm noch ein Rad mitnehmen? Was? Du kannst ja natürlich Rad ausleihen, aber ich meine, willst du ihm das Rad nicht mitnehmen in Spreewald? Hat er ja Freude? Oder klauen sie ihm das wieder? Könnte passieren. Oh, guck mal, Nachschub, geil! Das ist auf dem Klinikgelände passiert. Ja. Kaum zu glauben. Markenschuhe! Günste Lach! Wuff, wuff, wuff. Was ist denn eigentlich mit der Nachbarn hier los hier mit dem Dame-Duo? Was ist mit denen? Die sind gerade ein bisschen, hängen auch ein bisschen durch, wa? Wieso? Die Bilder geht das nun. Nämlich. Irgendwo. Sie ist so Maulfaul und er, oder Moppel, der Moppel. Nein, das ist gemein, das meine ich auch so. Nein, sie, die andere, die, ja, da fehlen mir die Worte. Funny. Funny. Ist ja auch mal ein Job, sind wir nicht vor, sonst reden sie immer so viel, sitzen hier und... Naja, also, ich bin gerade der Arsch hier in der Straße, deswegen... Alter, Straßenarsch! Ich bin der Straßenarsch. Früher haben wir sowas immer Wohnebeats-Olaf genannt. Guck mal, da kommt der Wohnebeats-Olaf. Ja. Ja, ich bin jetzt für die der Straßenarsch. Ja, gehst du früh morgens zum Wecker und dann... Ja. Die sind gerade sauer auf mich. Also ich weiß nicht, die nicht, aber... Ich glaube, die Rothaarige ist auf alle Fälle sauer auf mich. Sind die geworden? Hä? Sind die geworden? Wieso? Aber die Rose wahrscheinlich. Nein, aber wieso denn? Was ist denn? Na, weil ich ein Idiot bin. Ja. Haben die jetzt erkannt? Jetzt erst? Ah, so lange gebraucht. Nein, sogar, da müssen sie aber völlig bescheuert sein, um das jetzt erst zu erkennen, oder? Schuld eigene. Na, das ist ja was. Einige. Wie sind die? Ich hab gesagt, noch nicht mal bewegt. Ich hab schon wieder vergessen. Ja, der letzte Stand. Der Stand meiner Dinge, der letzte war. Ein paar Räder da draußen. Eine alte Wohnung. Und überhaupt. Und sowieso. Ja, genau, das Räder da draußen, ja. Die Strom, die Stromgeschichte war. Ach, das kam noch mit der. Diese Stromgeschichte. Und, Hof. Und da kamen alle zusammen. Ja, auf Eva war alles. Ne, deswegen bin ich mal in der Straße am Arsch. Ja, du hast doch gesagt, das waren die andere, die etwas korpulentere von beiden. Die Mutterige. Ja, die ist ja nicht so korpulent. Ja, die Mutterige war das. Ach, die war das. Die kam runter und hat gesagt, Alter, wie sieht das hier mit dem Kabel aus? Und dann hat er gerade die Kippe. Nee, nee. Ach, nee, mit dem Strom, ey, das war mit... Die Fahrräder war ja nicht hier. Ich meine, jetzt Fahrradwagen, die sind halt außen mit Rädern. Ist ja normal. Nee, das ist alles... Wieso der Teil? Das ist ja auch egal. Das ist für mich nicht, also wenn man sich deswegen das Leben schwer machen möchte, soll man das machen, sehr gerne, wenn sie Trübsal blasen und jedes Mal versuchen eine Fresse zu ziehen, zwanghaft. Aber eigentlich, ich meine, wir sind Nachbarn, ist alles cool irgendwie, weißt du, ist alles in Ordnung, jeder hat mal einen schlechten Tag, ich bin da nicht sauer, nö, ich hab da kein Problem mit, nö. Bist du noch nicht so wie der Lampke, der sich nachts ein paar Ziegelsteine auf dem Bauer legen muss, damit er nicht aus dem Bett fällt, vorher hin? Ha! 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 Aber kurz davor. Ich bin kurz davor, ich bin so glücklich. Ja. Das ist so toll, ich hab so schöne Kinder und alles, ne? Meine Frau ist fantastisch. Hast du jetzt noch einen Wohnraum ohne Ende, der Keller, der gesamte Keller, die Riesenwohnung da drüben. Jetzt noch den Palast da, ja, also das ist so ein eine Berium schlägt zurück, so sieht das aus, ja, der Müller ist wie ein Virus, der breitet sich aus, jetzt wird's Schweinebraten, jetzt sind meine Schweine.
Ja, nee. Ja. Imperium. Und ja, die haben wir. Ich weiß gar nicht wohin, die könnte jetzt noch mehr Kinder machen eigentlich. Ja, stimmt, hier hast du noch ein paar Parzellen im Keller. Ja, da hier dieses Kind dahinter gestellt mit einer Flasche und. Ja, nee, das ist halt nur immer noch aktuell. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht, ich meine, ich habe ja auch nicht so viel Zeit zum Quatschen, ne? Nee. Das ist halt kein Quatschkopf, wa? Nee, ich habe auch zu tun. Also ich habe die Zeit nicht, vielleicht ist das doch der Grund, dass ich dem nicht die nötige Aufmerksamkeit beimesse oder so. Den Raum einfach. Ja, dass ich dann nicht sage, ach, was habt ihr denn? Oder was hast du denn? Das ist ja vielmehr eigentlich nur ihr Problem. Und ich habe mich da einmal kurz drum kümmern wollen. Damals war das tatsächlich, wo sie meinte, mit dem Strom. Da habe ich gesagt, nee, komm mit, ich zeig dir das. Als sie das nicht wollte, habe ich dann, naja, gut, dann nicht, was soll ich machen? Wa? Also dann, ich habe ja auch die Zeit nicht. Ich meine, wenn ich mich da um jeden, der irgendwie irgendwas gegen mich hat, meine Güte, das sind bestimmt eine ganze Menge Menschen. Naja. Oh, da wollen viele wollen. Ja, weil sie den Lampen noch nicht kennen. Ja, wenn sie den Lampen kennen würden. Sehen, dass der Tommy kaputt geht, ja. Seine ganze Scheiße, die er hier hat. Mensch, wir hätten gerne mein Leben wahrscheinlich hier so schön 12 Stunden pro Tag mindestens arbeiten. Das ist doch erstrebenswert. Ja, eine liebe Frau, 4 Kinder. Ja, auch und 4 Kinder. Platz ohne Ende. Platz ohne Ende in der Zweiraumwohnung. Ja, so ist das. Ja, wie viel Quadratmeter hast du hier im Keller? 300? Na, Minimum, wenn nicht sogar 1000. Ich habe ja noch gebundelt zum Nachbarhaus. Auch noch, nicht schlecht, die Kleidung überlegt. Müller ein bisschen teuer, aber hier. Ja, das ist schlecht, hier hat man den nötigen Raum. Das ist halt ein Schwachsinn, ey. Na, wenn man es mal realistisch betrachtet, ist es natürlich nicht so. Ne? Ja, was sag ich denn? Nein, ich glaube, wie gesagt, das war denn das mit dem Strom war das tatsächlich. Also, weil die Betriebskostenabrechnung kam und da irgendwie der Strom doppelt so hoch war. Ja. Ja, das wären früher auch die richtigen Leute gewesen in der zur NS-Zeit, ne? Die ganz vorne mit dabei gewesen wären und gesagt haben, ja, schickt sie nach Hause, die sind daran schuld. Aber, na, einer muss ja der Schulden, also, ne, oder mein Sündenbock für irgendwas. Aber, die hat sich ja erklärt, ich hab ja gefragt. Warum ist denn das so gewesen? Oder war das überhaupt so? Weil ich guck mir ja nicht mal. Ich guck mir die Betriebskostenabrechnung nicht mal an. Ja. Ja, das ist halt so, ich krieg die, ich käfte die ab und ja. Ich guck da nicht mal rein. Ich denk nicht mal ab, die Hefte. Ja, ich käfte das ab bei den. Ja, ist ja, da zahlst du mal ein bisschen mehr oder du guckst so, ich guck eigentlich nur unten, was muss ich noch nachzahlen, dann wird das nachbezahlt und das war. Ja. Man könnte sonst was stehen. Da könnten sie ja richtig Reibach bei ihr machen. Können sie richtig Reibach bei mir machen. Ja, irgendwann kann ich wissen, so wäre ich vielleicht stutzig. Aber nicht, wenn da drauf steht, irgendwie 20 Euro mehr dieses Jahr. Ja, da lache ich mal noch kaputt. Ja. Ja, was sagt denn da? Ja, dann gleich meine Hengst hier am Hausnetz dran. Du ziehst im Keller Strom, ohne zu bezahlen. Das ist ja klar, dass du sogar 20 Euro kaputt lässt. Würde ich ja nicht anders machen. Dennis, Mann, du musst mal realistisch nicht hinterhalten über den Sender. Du musst aber ordentlich reden, die Leute denken das ja ernst, ja? Ich habe ja so schon die ganzen Wochen lang rumgeflaxt. Ich sage, oh, jetzt wieder den Hausstrom an. Was meinst du, wie das hier? Komm, ich mach mal runter, schalte ich den Hausstrom ein hier auf 3000 Watt. Ja. So. Und das pro Minute. Ach, ja. Das ist doch Wattstunden. Ah, hör auf. Naja. Dabei läuft ja alle über meinen Strom, immer. Jede scheiß Sanierung läuft alle über meinen Strom. So, ja, mein Strom ist ja. Aber ist ja auch egal. Ja, ja, ja. Egal, es hat sich ja geklärt, es war eine Trocknungsaktion des Kellers, eines Mieterkellers im letzten Jahr. Da lief einen Monat lang oder so ein Trockengerät tatsächlich über den Hausstrom. Und eben das war ein Trockengerät, was. Und gezogen hat. Das war 5 Phasen hier. So ein Kraftstrom-Ding. Ja. Drehstrom. Ja. Und das hat halt richtig geknattert. Und das haben sie nicht getrennt.
Da hätten die einen Zähler zwischenklemmen müssen, bevor sie das Ding anklemmen. Dann hätten sie als Baumstrom verbuchen können. Das ist irgendwie anders. Ja, und naja, dann war das nur mal Ausstrom. Wohl. Da wundern wir, so gesagt, ich wusste das ja nicht. Ich wusste, dass der noch mal da. Ich habe gerade zugeguckt, als ich in Spreewald war. Da kam nämlich der Dicke mit dem Zopf hier runter und dann einfach, naja, und da liegt der Keller jetzt halt scheiße drin, Fäkalien. Ja, sagt der Wunder, so kann man nicht sagen. Oder irgendwie so. Stimmt. Und dann ging es noch irgendwie darum, ah, der Hausmeister, der hier seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, nur weil er mal eine Birne auswechseln muss, darum ging es hoch irgendwie. Ja, gut, das habe ich nicht gesehen. Ja. Und dann hat er irgendwie gesagt, na, jetzt suchen wir einen neuen Hausmeister. Im übertragenen Sinne nicht mit den Worten, das kann ich leider nicht mehr wiederholen. Und ich will ja irgendwie hier vielleicht der Tommy dafür in Frage kommt. Irgendwie kann das sein. Na, ich wurde noch nicht gefragt. Aber ich habe, die wurde schon mal vor Jahren hier gefragt. Oder hat er vor der Kamera gerade mit dem Gedanken gespielt oder halt, da hat er gerade zugeguckt und hat sich mit dem Dicken unterhalten. Und ich hab zu ihm vor Jahren gesagt, ich sage, wie soll ich denn das machen? Ich sage, ich habe 4 Kinder, ich bin. Na, ich mach's. 12 Stunden am. Nee. Nichts sagen. Na wie, nichts sagen. Ich bin 12 Stunden am Papier. Zuverlässig ohne Ende. Also. Ja, ja, ohne Ende. Ja. Zuverlässig ohne. Na. Wenn es um irgendwas geht. Naja, pass auf. Ich kann das nicht machen. Ich habe gesagt, das ist hier auch das Putzen von den Treppenhäusern. Ich meine, wenn man das mal macht, ist das okay, ja. Aber nicht in dieser Regelmäßigkeit, das kriegt nicht hin. Meine Frau macht das auf keinen Fall, sag ich. Das funktioniert nicht. Nein, ich mach's. Nein, jetzt hör doch auf, Mann, mit deinem Ich mach's. Mixer. Warum nicht? Nein. Sind das jetzt deine? Sind jetzt schon groß. Jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Und jemand repariert eine kaputt. Nee, ist nicht kaputt. Den muss man reinziehen. Und nein, nur die Stöpsel wieder. Und was? Von der Qualität her. Mit Mickey Mäusen drauf. Ist ja auch egal, ich kann mir jetzt irgendwie Sachen mit dem Putzen. Ja, nein, kannst du nicht jetzt. Hörst du? So, willst du, stellst du jetzt mal eine Kompetenz ins Frage? Ja, du kannst. Nein, kannst du nicht. Du glaubst, dir nicht putzen nein, kann? Ja, kannst du, aber nicht hier. Nee, nicht hier. Dann fällt alle auf dich zurück, der wacht, falls irgendwas schief geht. Genau. Ja, und dann hat er tatsächlich einen angesichtlichen Ruf von der Putzfirma. Das ist noch wahrscheinlich, dass der hier irgendwann verwaltungstechnisch viel überlegt. Das kann schon sein. Ja, aber mach mal. Aber eben, das ist diese Putzerei. Ja, das würde ich dann eben. Kannst du mich abgeben? Nein, ich bin nicht an dich abgeben. Du putzt hier nicht. Keiner putzt hier? Aber das sieht so hier aus, bald wie Sau. Ja, weiß ich nicht. Ich hab in der Nacht den Haus geputzt. In Ordnung, alles gut, ja. Aber ansonsten putzt ihr hier. Will ich nicht. Ich kann eine Firma machen, die dafür ordentlich bezahlt wird, dann meinetwegen oder so, dann ist gut. Ja. Nee, aber mach das mal. Ja, ich meine, macht ja, ist ja auch ein schönes Haus, ich finde das Haus auch schön. Ich mache das ja auch geheimlich und so. Und das Problem ist einfach, dass Hans, der will ja auch alles bezahlen und so. Das ist für mich ja immer so ein bisschen problematisch, weil ich mache das lieber freiwillig. Ja. Guck mal, Hanna muss er aber nicht. Also das finde ich, muss er nicht unbedingt. Ich meine, ich bin ja eh hier. Wie ist Arbeit adelt? Arbeit adelt, ganz genau, ich bin ja Arbeit adelt. Aber andererseits ist es auch dein Spruch, das ist Lebenszeit. Oh, die haben die auch. Guck mal hier, irgendwo passt die auch. Ja, wenn wir weglesen, dann tut die mal weg. Ich mach das ja, ne? Ich bin hier und wenn die Mieter eine Frage haben, kommen sie doch eh zu mir. Was soll denn? Ich meine, guck mal, jetzt, gestern kam dieser Teppichwürze, der kam an, der meldet sich erst bei mir. Hallo.
Eine Senke oder was? Nee. Ach ja, den wollte ich gar nicht nehmen. Wollt ihr denn mal wissen, brauchst du eine Senke? Was wollt ihr denn angeln nehmen? Wo oder was? Da kannst du eine kriegen. Was wollt ihr denn angeln nehmen? Ich frage nochmal, was wollt ihr denn angeln nehmen? Na, ich hatte schon mal Zeit zum Angeln, aber da hatte der Wolfgang ja keine Zeit. Ach, ist das so. Wolfgang, hast du das einfach im Wind? Wir waren nicht jetzt den nächsten, ihr müsst ja wohl sagen, war noch einen guten Tag vorher. Das Zeug wäre nicht immer los. Das ist kein Problem. Was wollt ihr denn angeln nehmen? Wenn ich wieder da bin, auf jeden Fall, wäre ja keine schlechte Idee. Wo bist du denn? Was? Wo bist du denn? Ja, im Schöbrewald. Schöbre. Am Donnerstag fahre ich wieder hin und dann Dienstag komme ich wieder. Ah, okay. Montag ist Feiertag? Ja. Dienstag? Dienstag ist Feiertag. Feiertag. Ja, Feiertag ist ein freier Tag. Ja, Dienstag ist ja auch Tag der Deutschen Einheit ist da. Tag der Deutschen Einheit, Vatertag, Vatertag, alles. Weihnachten, Ostern. Feiertag. Vatertag ist erst im Mai ist. Und Stromdiebstahlstag fällt auch auf den Dienstag. Oh, da müssen wir nochmal anzapfen. Ja. Oh, Zapfes heißt es denn? Und Zopfdies. Ah, wer wohnt denn noch einer? Das ganze für mehr. Bunt. Siehst du? Alle konditioniert, die wissen alle Bescheid hier. Alle kennen sich aus. Ja, bitte? Mit anderen Fahrt ganz hinten. Kannst du auch mal Fahrrad fahren? Mit das Pink und Weiß. Pink und Weiß? Ja, kennst du das? Ja, von Anouk das Alter, ne? Ja. Ja, aber du hast dann deins hier. Guck, da oben. Pink, aber nicht da. Ah, das hier, mit dem Sonnen hier. Das. Komm runter, komm, wir kommen. Okay, brauchen wir nicht. Ach so. Der Schwummertiller war bei dir. Ja, ich hab da. Ich war nochmal zu Hause vorhin. Ich hab nochmal einen Zettel ausgegangen. Danke für den Hinweis. Ach ja. Ich musste eh nochmal her, dann ist man gleich lustig. Sollst du uns ein Rad holen, ja? Die Dose ist nicht fertig. Ja, der Fahrrad ist fertig. Echt, ja? Winkel Advokat, aber ja, Anwalt. Winkel Advokat sagt man ja nur zu jüdischen Anwälten, ne? Oh weh, wird ja immer schlimmer. Aber bist du ja nicht, deswegen bist du ja ein Anwalt. Oh weh. Advokat ist Anwaltsliebling. Ja, echt, ja, ist schon fertig. Wie sieht's aus? Braun. Braun? Finde ich gut. Verrat! Zu groß. Oh, zu groß. Du, was hat denn da so ein Haifischhelm? Haifischhelm.
Fisch, hell. Hei, Fisch, hell. Hei, Fisch, hell. Hey, hey, Raden. Hell, hell, hell. Hell, hell, hell. Hell, hell, hell. Hei, Fisch, hell. Sieg ihn. Da oben auch nicht. Sagst du dir, Wolfgang, hast du Bock auf eine Party? Ich suche noch eine Sitzgelegenheit. Kommst du vorbei, machst du eine Brücke. Ja. Dann sitzt man die ganze Zeit. So, jetzt machen wir den letzten Auftrag des Tages. Oder so. Ne, wahrscheinlich ist vielleicht. Sehr optimistisch. Vielleicht auch nicht, wa? Ja. Gerade eben, als du weg warst, ja, irgendwie ist es immer so. Wieso denn? War den ganzen Tag, das war ja nicht wenig den Tag jetzt. Nein, gerade jetzt, wo du weg warst, standen hier 1, 2, 3. Ja, aber die wollten ja alle nur pumpen, Leute vor der Tür. Ja, die das macht das natürlich alle immer so voll, wa? Die eine war zu dämlich, die andere war zu doof und die dritte hatte ein Problem mit ihren Platten und die andere wollte ihren Sattel noch tiefer haben. Genau. Mit ihrer gefederten Sattelstütze. Achso, ja. Mit ihrer ledernen Urinpfütze. So, ja, das sind drei Kunden waren in der Zeit, ja? Vier, der mit dem Stuhl, potenzieller Kunde. Naja, ja, Kunden waren das ja nicht in dem Sinne, vielleicht Kunden. Ja, aber also, naja, Kunden, ja, stimmt. Er Kunden waren das. Ja, Kunden denn. Der Rechtsanwalt ist weg. Wie, was heißt der ist weg? Na, vom Erdboden verschluckt. Der wurde von Außerirdischen entführt. Naja, oder? Oder er musste einlösen hier in der Hölle. Na, oder vielleicht war er doch Jude. Ne? Nichts. Das ist ein lustiger Vogel, ehrlich. Der wirkt noch, also eigentlich wirkt er recht gegen den Anwalt, ne? Aber der sieht, also als ich ihn gerade auf den Kopf gekriegt hat, habe ich gedacht, ach du Schreck. Als ich ihm gerade auf den Kopf geguckt habe, dachte ich, ach du Schreck, die Haare weg! Ja! Ja! Also vor einem Jahr hat er noch volles Haar gehabt. Ich glaube, das sind die ganzen Fälle. Sagt der Wolfgang. Die Fälle, na die Fälle. Die Fälle schwimmen ihm davon. Ja. Na, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht liegt es am Job, ich habe keine Ahnung. Oder ich glaube, das ist einfach schlechtes Genmaterial oder so. Kannst du ihn ja kürzer stellen lassen, der muss ja kürzer haben, weil er ja. Stimmt, genau. Er hieß ja eigentlich Tingeltangel bei mir. Da war er ja sehr erbost drüber, hast du mal gesagt. Und den hat er ja nicht ohne Grund gehabt, den Haaren. Das hat dir schon mal erzählt. Deswegen, sein Job musste er die Haare abschneiden, weil er war wirklich immer so. Mittlerweile hätte es wahrscheinlich ohne mehr gut ausgesehen. Aber er ist ja auch Anwalt, also er hat sich ja einen Namen gehabt, gemacht, wahrscheinlich in der Zeit, da kann er ja aussehen, wie er will jetzt. Oder auch nicht, Ich glaube, er ist auch gar nicht so lange Anwalt. 2 Jahre? Was oder so? Er hat ja jahrelang studiert. Ach, also, das ist ein Dreier, der doch, ein Tür und Dreier ist er. Ein Studiosus. Ja, hat er da gemacht, die Kanzlei, die große, am Potsdamer Platz. Die große am Potsdamer Platz. Die große. Welche davon? Keine Ahnung. Ja. Das ist der Freund, der weggegangen hier. Ne? Wo hat er gesagt? Irgendwo in der Nähe, sagt er, dass er jetzt. Na, hier wohnt er ja um die Ecke. Nee. Bitte weiter, Mutter. Muss er mit Pferd und Fahrrad. Bei Engel und Völkers. Irgendwo in der Hallische Tor, da so eine kleine Kanzlei ist er jetzt. Weil er da besser Arbeitszeit hat, da kann er nicht die Arbeitszeit ausüben. Guckt der ein Kind aus Fenster, Wolfgang? Ja? Guckt bei Thomas ein Kind aus Fenster? Ist da Fenster offen? Guck mal. Ja, du musst da nicht hinrufen, sonst muss man einen Blick wenden. Ich muss ja mal gucken, ist das Malis da nicht im Blick hat. Also ist ja fast nicht möglich. Achso, weil das hat mich gerade so geschrien, aber. Ah, halt klar. Falsche Richtung, falsche Stimme, ich hab's nicht so wahrgenommen. Aber man weiß ja nie.
Manchmal irre ich mich ja auch, vor allem wenn sie denn doch ein bisschen kränklich sind, hören sie sich anders an. Weil sie immer mal gesagt hat, ich hätte aufgehört. Nee, das ist nicht meins. Was? Sonnabends und Sonntags? Oh, Mensch. Als Anwalt? Oh. Ja, die können sich ja leisten, wenn er dauernd ausfällt, ne? Ja. So kleine Kanzleien sind ja besonders immer ja. Kann er sich aussuchen, Arbeitszeit mit ja, die kann man sich die Aufträge aussuchen. Ja. Manchmal haben die auch keine Aufträge. Ja, schon echt über gute Qualifikation verfügen. Ich weiß von nichts. Was, das hat er dir erzählt? Darfst du jetzt nicht sagen, die Kamera ist an. Er redet natürlich nicht über seine Fälle. Der Polizei. Er redet natürlich nicht über seine Fälle. Nein, das ist ja was anderes, hat der Wolfgang schon mal erzählt, was er jetzt erzählt. Ach so, diese, ja. Ja, ja, das ist alles. Wie nennt man sowas eigentlich? Querulantismus? Oder wie nennt man sowas? Wahrscheinlich, ja. Oder nennt man das Querulantismus? Ja, ja. Querulantismus. Ist ja kein schlechter Mann, der ist, sag ich ja nicht. Wo ist er? Ist kein Metzger. Was? Ein schlechter, ist ein schlechter. Ein schlechter Mann, nee, sag ich das, der ist, was? Kirchner ist er auch nicht. Ja, aber. Nee, sie rückt ja da, der ist so, naja, jeder Wichter sozusagen, ja. Er will ein schlechter Kerl sein. Wichtiger. Mal sagen, er will schon ein bisschen, weil er recht ein bisschen wichtig tut. Ja, naja, aber das will ja jeder, will ein bisschen was bedeuten, ja, das ist klar. Ja, naja, aber er nur was, aber er jetzt kann er irgendwann klaren, wenn alle tun. Ja, aber Menschen sind verschieden, ne? Was soll man sagen? Ja, aber er dachte, das klappt alles. Und welche Firma auf der Presse gefallen hat, hat er auch schon gesagt. Ja, nein, ich glaube, es gibt keinen Anwalt, der nicht irgendwann mal auf was einstecken musste. Ja, klar, klar. Also, die gehört dazu. Ja, also, du lernst ja auch nur besser zu werden, du. Also, ich weiß nicht. Ist das richtig? Jeder, der behauptet hier, er ist King Kong und so ein Scheiß, den hier könnte er eh nicht. Ja, aber ich meine, er ist schon ein bisschen, jeder wichtiger, sozusagen, ja. Das sind doch Anwälte immer, oder? Müssen sie das nicht sein, in einem Haifischbecken? Oder wie sagt man, in einem Becken voller Haifische willst du nicht der Karpfen sein, oder so? Der mit seinen Kindern aus dem Hause geht, der macht keinen Stress, der will nicht, die will nicht, und der will nicht, der ist jetzt ein Theater los. Dann fangen sie an, alle umzumachen. Ja. Anwalt für Familienrecht, wann darf ich meine Kinder schlagen oder nicht? Das wäre noch mal was. Ja, und zwar ganz einfach. Immer. Ausnahmslos, permanent grün. Naja. Aber eher, naja, so, dann gucken wir nochmal, woran es liegt. Kontinental, deutsches Reichspatent, angemeldet. Was? Ist auch schon alt. Bei einer Abwendung von einer Rechtsverletzung, da darfst du deine Kinder schlagen. Um eine Rechtsverletzung abzumelden. Ja, gut, meine. Gibt mir auch nicht an, was er da macht, oder was? Ja, da steht das. Das ist ja unglaublich. Wer denn? Ja. Er hat ja schon so viele Pläne, immer scheiße, mal so viele Pläne. Pläne habe ich hoch. Klappt nicht hoch. Klappt nur nicht. Er hat mir gesagt, er hat einen Grund draußen, unten am See irgendwo. Nikolassee. Ja? Nikolassee. Ja, kaputt. Ja, ich stelle die Hecken da ja was an. Ja, fast die Ecke. Dämmeritzelle, irgendwo will ich. Ah, Dämmeritzelle, das ist ja, kriegst du ja für einen Apfel und ein Ei. Schmöckwitz, Schmöckwitz. Schmöckwitz. Ich weiß nicht, wo hat er gesagt. Ich war ja mal da gewesen. Das ist doch nicht besonders. Das ist nicht sein eigener See, das ist ja so. Das ist nicht sein eigener See? Nee, der ist ja Quatsch, der eigener Grund. Hat er gut gepachtet. Jetzt hör doch mal auf, jetzt sag mal. Ja, gut, nein, der kann ja nicht mehr. Das stirbt ja schon fast da oben, jetzt mach doch mal langsam. Nicht mal, Wolfgang, mach doch mal langsam. Und was ist mit dem eigenen See, den er doch nicht hat? Ein Grundstück, weil das ist ein Heuhäuschen da. Achso, das ist nicht dein eigenes. Das ist nicht sein eigenes. Das sehe ich nicht, das weiß ich nicht. Ja. Das ist ja ein richtiger Aufschneider. Ein Scharlatan, ein du nicht gut. Das ist ja ein schlechter Mensch, weil du da redest. Das Gute ist ja, ich bin ja hier, das ist ja nicht mein Laden, ich bin ja hier auch bloß zu Besuch. Ja, und das ist ja Kabarett auch alles. Darf man ja auch nicht vergessen, Kurzkanal. Genau. Deswegen kann ich ja auch so mit den Leuten hier umgehen. Die genannten Personen und Ereignisse sind rein zufällig. Nee, wie war das? Ja. Ich muss ja nicht auf Thomas zurück, weil er fällt ja nur auf mich zurück. Genau. Das betrifft alle den Dennis.
Beschweren bitte an unsere Beschwerdeabteilung Dennis. xrdiesel88@gmail.com. Ja, genau. Jetzt wirst du wahrscheinlich bitte zu spammen. Einmal zu spammen. Ja, Wolfgang, was ist jetzt mit deinem Seegang nicht gehört und dem Grundstück auch nicht? Das gehört ihm nicht! Das war doch die Geschichte! Achso. Nee, das gehört ihm nicht. Nee. Hat er nur gepachtet? Er wurde gepachtet auf dem Haus von denen. Achso. Der steht auch hier auf dem Haus oder was? Ja, ja, wir haben das Haus hier. Er hat da auf dem Haus jemand gepachtet. Ah, das steht morgen in der Bild! Das da wurde das Ding fliegen, heute ja nicht. Heute bei Wolfgang, morgen in der Bild. Was? Wolfgang, du bist ja auch Bildreporter oder BZ-Reporter oder so, hast du, was hast du gesagt? Nee. Wieso, hast du gehört, die innere Story da kommt doch von dir, wa? Hast du doch gesagt? Welche Story? Na, hast du nicht mal an der BZ irgendeinen Artikel? Nee. Die schnüffeln. Ah, nee. Die schnüffeln. Du hast doch mal gesagt, du hast da was, die haben da einen Artikel über dich geschrieben oder von dir oder irgendwas. Ach, das ist eigentlich keine Ahnung. Wissen wir mehr? Ich war früher auch oft in der Zeit, öfters in der Zeit. Ja, immer wenn sie dich wieder verhaftet haben. Das ist so spektakulär war das alles nicht. Mann. Ja, ich war noch nie in der Zeitung. Ich war eben mal im Fernsehen. Oh, da war ich noch nie. Ja, das meine ich doch. Jetzt kommt's. Erzähl. Aber ich war eben mal weiter im Fernsehen. Ich wüsste ja nicht mehr wo. Bei einer Sportveranstaltung war ich drin. Ach, wie hast du am Feld, Fußballfeld gestanden? Oder haben sie dich interviewt? Nee, so, einfach so. Einfach früher zu Ostzeiten. Da habe ich eine 1. Mai-Demonstration angekickt und hier Panzerparade. Und da habe ich mal gewartet, bis ich da vorbeigelaufen bin. Bei meinem Vater auf die Schultern. Aber ich glaube, immer habe ich nicht so leicht gesehen. Ja? Ja. Mit einer Arbeiterfahne in der Hand. Ja, war natürlich nichts Besonderes, weil zu DDR-Zeiten gab es nur den Fernsehsender. Ja, DDR1 und DDR2 gab es. Zwei Sender. Ja, zwei Sender. Ich kenne nur sehen. Gibt's ja gar nicht. Da kam aktuelle Kamera, aber ich habe nicht Kamera auf jedem Sender. So sieht's aus. Aktuelle Kamera kam überall. Und alles Trick kam das auch überall. Alles Trick, ja. Das ist alles nur ein Trick. Ejo, ejo, das ist alles gar nicht echt. Ejo, ejo. Weil du ja schon textunsicher. Was macht denn deine Soufflöse? Meine Friseuse? Die hat Urlaub schon seit ein paar Jahren. Ah, deswegen siehst du so aus. Ja, sieht so aus. Deswegen sieht der Thomas so aus. Und hat kein Zuhaus. Deswegen wohnt er auch im Keller. Und starrt auf seinen leeren Teller. Ja, und die Hautfarbe wird auch nicht heller. Nee, nicht dunkler. Wird immer heller. Ja, das ist ja in Thailand zum Beispiel ein Zeichen für Vornehmheit. Ne? Ja, natürlich, Sicht der Sonne. Also zwei ja Zieler hier auch so. Natürlich, nur wer arbeitet, kann es außen sein. Ja. Und in der Sonne. Und der Adel ist natürlich bleich. Bleich. Und wenn nicht, dann schminkt er sich heftig. Bleich. Mit Bleistift. Rothaarige und Sommersprossen und blasse Haut. Ja, schön, und ein bisschen Schweinebrut auf die Wange, damit das ein wenig nach aussieht. Ja, nackter Körper. Ja. Wo die Pelle dann so abfällt, weil sie sich 50 Jahre nicht gewaschen haben. So am Rücken, genau. Nimmst du gerade von hinten, packst deine Schultern auf ihn. Und machst du nur so Panzer. So ein Fettschürzenpanzer. Oh, wie hat das Willen, ey. Oh, ist jetzt schon wieder. Ja, was eine Reaktion, Mensch! Mensch, du hast abgenommen. Innerhalb von einer Minute 50 Kilo weg. Masse. Maske. Masse Berlin. Maske Berlin. Achso, Andrea, kommt die öfters mal noch vorbei? Ja, ab und zu. Ich hab mal überlegt, ob sie eine Haushaltshilfe sich anschafft. Die würde mich dafür ehren. Oh, jetzt hör mal mit deiner Putzfimmel da jetzt. Ja, die putzen, die kochen. Ach so.
kam hier mal vorbei und meinte, ach Mensch, ja, komm mal nach Hause, hast du nichts zu essen? Ach, du willst für sie kochen? Ja. Und für mich nicht, oder? Alter, kann ich einen Zusammenhang machen. Ach so. Was macht der Ofen denn, den wir mal gekauft haben? Der Ofen, der ist aus. Naja, ich meine, der Ding. Dein ja. Ding. Hab auch mal gekauft, Mann. Du bist doch nicht weiter. Der Ofen, ey. Ich will verrückt. Naja, der steht mal hier unten. Und als ich vorhin asiatisch in Essen holen war, dachte ich ja, Mann, scheiße, ich bin ja blöd. Da haben wir hier einen Gaskocher unten und ich hole jetzt für teuer irgendwas zu essen. Also war ja Thomas sein Geld. Aber trotzdem. Ja, ist ja trotzdem schöne Geld, gute Geld. Ja, wo ist denn genau. Geld überhaupt? Das Wechselgeld von mir. Die unten im Backkarton. Stimmt, hast recht. Klemmt immer noch da. Also das hat. Genau. Jetzt liegt er auf dem Arsch, weil wann stand der wieder? Genau 20 Euro gekostet und dann war ich noch für 2 Euro verschuldet. Ja, bitte, Wolfgang, nächstes Thema. Schneidet Wolfgang, ist immer so ein. Ich bin da nicht damit auf dem Arsch war. Wolfgang, ist immer. Stand der wieder, der hat da so viele Dinger gehabt. Ah, oh, Dinger hat er gehabt, aber. Meine Güte, da. Von alle Frauen eins. Aber nur mal eine Seite, damit man nicht abhauen kann. Meter. Ei, was soll ich dazu sagen? So, wann kommt dann meine Freundin wieder und gibt mir einen Kuss? Du hast nur noch 38 Minuten Zeit. Ich habe gesagt eine halbe Stunde, aber sie meinte, nein, dann kommt sie in einer Stunde wieder. Und er dachte, warum kommt sie denn jetzt in einer Stunde wieder, wenn ich eine halbe sage? Ja, damit du mit Sicherheit nicht mehr da bist. Ach, kommt die wieder, hat sie gesagt. Ach so, na, ich kann mich ja verstecken, ist ja nicht das Problem. Was ist denn das hier eigentlich so? Was ist denn das hier? Sind das Achsaufhängungen? Was meinst du denn? Von was redest du? Seh das hier, was auf der Treppe liegt. Was meinst du denn? Ich weiß nicht, von was du redest. Die Metalldinger, diese Drehscheiben mit so einem Klumpen unten dran. Ich weiß nicht, was du meinst. Was, von was redest du? Na, das sieht aus, als ob man da ein Rad anbauen kann. Ach, ich hab keine Ahnung, was du meinst. Oder vom Bootsmotor. Aber warum sollte das vom Bootsmotor sein? Was hast du, Wolfgang? Lass uns raten, was könnte das sein? Das auf alle Fälle eventuell was vom Porsche, weil ich habe ja die Sitze gekauft und da war das in dem Dings mit drin. Getriebe? Ja, aber das ist natürlich jetzt hier. Ja, bitte, kein Problem. Mensch, 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 das ist ja was. Du musst dich aber ranhalten. 21 Uhr, ich habe mir eine Zeit gesetzt. Achtung, Wolfgang, du stehst wie immer günstig. Oh Gottes Willen. Das ist so ähnlich wie Toilettentücher. Oder doch, kenne ich als sogenannten Schimpfwort oder als Fasswort. Ja, Toilettentücher. Das hast du doch mal ja nicht fertig, das eine hier. Welche? Das hier. Ja, musst du mal, was fällt denn hier ein? Ist ja auch noch nicht fertig, aber für eine schöne russische Dame macht man noch einiges. Ich dachte, ich war mit den Russinnen da, oder was? Heimatgefühle, Mensch. Ja, wie früher eins, die Bruderschaften. Genau. Deutsch-sowjetische Freundschaft. Freundschaft. Drospa. Ja, Drospa. Oder Drospa heißt es heute. Gibt es denn Drospa überhaupt da? Ja, Drospa. Gibt's ja nicht mehr. Drogensparmarkt. Drospa gibt's nicht mehr. Drospa, Drogenspar. Drogenspar. Drospa gibt's schon. Drospa gibt's ja nicht mehr. Wie hieß denn das? Das haben sie auch umbenannt in mein. DM gibt es. Mein. DM, ja. Mein. Ja, weiß ich nicht mehr. Hinterrad raus, Wolfgang, schnell! Hinterrad raus, Wolfgang schnell, nicht Wolfgang schnell raus, sondern Hinterrad raus. Oma und Opa gehen auf die Reise. Dann wird doch das ja schon mal warten. Hier kommt Bälle ab. Oh, fertig, hier kommt die nächste. Schicksal. Was hast du denn da, Wolfgang? So, das könnte ich lachen. Wolfgang, was machen wir bloß mit dir? Ich hab Hunger auf was Süßes, verdammt. Das ist ein Rad von, na, wer hat erraten? Kohlbraune. Von?
Wo kann man solche Qualität kaufen? Bei? Starler. Ja, Wolfgang, 100 Punkte bei Starler. Nur bei Starler kriegt man die Qualität, dass nach einem halben Jahr die Speichen reißen. Wo hat dein Vater das gekauft? Bei Starler. Ach so, das war das. Ja, also mit TT Schmitzfelgen. Das macht die Sache gleich ganz angenehm. Ja. Bei Stadler gibt es Gutes günstig. Ja, weil gute Sachen ja immer günstig verkauft werden. Ja. Und da haben wir Geschäfte wieder auf. Kannst du dann einkaufen? Ja, werde ich bestimmt nicht tun. Bei Karstadt wir auch noch da. Ja, ich habe keine Zeit zum Shoppen. Ich auch nicht. Nee, egal, wo ist Geld? Vor allem kein Geld, genau. Nee, da muss man jetzt reingehen, sonst auch nicht. Ich soll ja auch nicht auffangen. Naja, weil sie Geld haben wollen. Die haben nämlich auch alle kein Geld. Ach, jetzt weiß ich schon warum. Wegen den Touristen, also Touristen kommen. Sonntag ist der erste, Montag ist der zweite, dann haben sie wieder Feiertag. Na ja, dadurch, klar, kommen wir ja nur mit Touristen hier. Wieso? Wo kommt die so? Ja, durch den Feiertag. Tag der Deutschen Einheit. Mensch, was für ein Jubeltag. Was machen wir da am Tag der Deutschen Einheit? Wolfgang, was machst du denn immer so am Tag der Deutschen Einheit? Genau. Nee, was machst du denn am Tag der Deutschen Einheit? Schlafen. Schlafen. Mit die Panzer fahren. An dem Tag komme ich zurück. Achso. Am Dienstag. Und wenn mein Vater Lust hat, dann komme ich an dem Tag hier vorbei, weil er zu ist. Ja, ja, nicht schlecht. Da muss ich erstmal kicken, weil ich muss eher mal kicken, wie ihm geht. Also du, kein Stress. Ja, also wie gesagt, die Sache ist natürlich, bis dahin diesen Kakerlaka-Stream, das ist schon schlimm genug. Und vor allem das Schlimmste daran ist ja, dass der Computer auf offline abstürzt. Das heißt, ich habe gestern zweimal dieses Video hier rendern. Zweimal rendern müssen. Beim Rendern, obwohl der Stecker ja gezogen war von dem LAN, ist er dann nach anderthalb Stunden, der hätte nur noch eine halbe Stunde zu rendern gehabt, ist er abgestürzt. Damit ist das ganze Rendern im Arsch, die Datei ist kaputt und du musst alles wieder von vorne machen und hoffen, dass er nicht innerhalb der nächsten zwei Stunden abstürzt. Hat beim zweiten Mal geklappt, aber hochladen ist das gleiche Problem. Hochladen musste der auch online sein. Vier Stunden sogar. Jetzt muss ich das nachts hochladen über den anderen Laptop. Zeig es rübergezogen auf eine Festplatte erstmal. Hoffe, dass ich mich mit der Festplatte nicht anstecke, sozusagen virustechnisch, wa? Ja, aber wie kann denn da ein Virus aufkommen? Ich weiß noch nicht, ob es ein Virus ist, weiß ich ja, aber vielleicht ist es auch eine Einstellung. Vielleicht ist es wirklich auch eine Einstellungsgeschichte. Ich weiß es ja nicht. Ich kann mir das ja nicht vorstellen, weil ich bin ja nirgendwo. Es ist ja nicht so, dass ich hier die Pornoseiten abschlabber nachts ohne Ende oder so. Man schützt. Ja, du legst ja auch nicht runter auf die Computer. Gut, ich bin auf Ebay manchmal unterwegs. Ja, das ist ja eine Seite, da sammeln sich ja auch wieder und Ebay Kleinanzeigen und so. Überall, was viele Leute benutzen, Google ja alleine schon und so. Aber trotzdem, ich lade nichts runter. Ich lade nicht runter, außer die Updates, die sie mir vorschlagen. Aha. Also hier, die mir OBS vorschlägt, aber das kann ich noch nicht mal mehr. Also das konnte ich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr updaten. Warum auch immer, weiß ich nicht. Jetzt muss ich mal weitermachen. Jetzt schaffe ich das nicht mehr. Ich muss nicht sagen, hier, das ist nicht. Muss Gitarre, was? Gitarre, was suchst du? Hä? Hier, Hawaiianer. Hawaii-Hemd. Wolfgang, wo bist du? Wolfgang! Der hat sich verkrümmelt. Abgehauen? Verpisst? Der hat sich einfach verkrümmelt. Die Sau. Ja. Ah, beinahe hätten wir dich als fahnenflüchtig. Ja. Ne? Erschossen. Ja, in Abwesenheit erschossen. Sie werden in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Ne? Wie ist das denn? Wenn wir desertiert mit Wolfgang,
Der vorwärts immer, rückwärts nimmer. Mayday, the Judgment Day, fällt mir immer dabei ein. Wolfgang war ja tauglich, Kampfschwimmer. Kampfschwimmer? Wusste eigentlich nicht, was er machen sollte. Entweder Fernspäher, Minentaucher oder Kampfschwimmer, ja. Ja, Kampfschwimmer. Nee. Wolfgang war Kampfschwimmer, ist immer quer durch den Kanal. 292. Richtig war Fernspäher, Wolfgang. Ja, ich war Speerwerfer. War weiter. Ja, mit dem Pilum. Difficile est satiram non scribere. Ja, weiß ich nicht. Klingt nur interessant. Naja, du weißt ja, was das heißt. Ja, ich weiß, was das heißt. Bora et labora und... Bora Bora. Lumini Patri in Spiritu Sancti. Et Omni et Fini. Naja. Und so weiter. Schwer fällt es mir, darüber keine Satire zu schreiben. So, das heißt das. Ach so, das heißt das. Ja. Mhm. Oder zu erzählen, also zu schreiben. Skribere heißt ja schreiben. Ja, Skript. Ja, ja. Skript. Das kann man ja, das ist ja schön am Latein, finde ich, dass man tatsächlich alles durch Logik irgendwie, also sollte man um einen gewissen... Wenn eine gewisse Grundlage hat. Grundlage hat, ja. Dann kann man das tatsächlich... Ja. Da hat man immer noch ein Problem mit den ja, allerdings. Ablativ, ne? Da gibt es ja so viele Fälle. Naja, 5 plus 5, wa? Oh, das ist doch alles ganz schön. Ablativ, ja, warte mal, wo ist denn jetzt das Ding? Warte mal, Moment mal, ich bin verwirrt. Ich fahre in die falsche Richtung. Total in die falsche Richtung, was ist denn jetzt los? Dennis trainiert hier, wir zeigen Dennis. Ja. AKA Pumpernickel! Ja. Ich benötige. Dennis helfen, die Wichte zu halten. Schafft der alleine nicht, der macht immer mit so viel Wicht. Difficile est satiram non scribere. Das ist einer meiner Lieblingssprüche eigentlich. Weil das ist ja auch mein Grundsatz, weil ich ziehe alles durch den Kakao, das ist total bescheuert. Manchmal komme ich mir schon selber blöde vor, weil ich irgendwie nichts richtig ernst nehmen kann. Weißt du, weil ich immer über alles irgendwelche Kommentare habe. Hallo! Ja, Thomas. Ja, bitte? Alles hallo. Richtig. Hi. Ja, ist hinten. Okay. Vorne. Herkules. Ja, genau. Herkules. Herkules. Der Mantel. Nein. Das ist ja was. Du hast sie verwechselt? Ja, das hole ich nur durch den Hanna mit den ganzen großen. Muss ich im Frauen. Ja, wirklich, ey, ohne Scheiß. Aber ist ja klar, das ist ja Frau Stevens hier.
Oh, Stevens? Stevens Seagal. Stevens Seagal. Echte? Nein. Die getrennt, oder? Ja, ja. nee, also. Eine alte Liebe ist wie ein neues Leben. Achso, wie war das? War das eine alte Liebe oder eine neue Liebe? Wo ich noch mache ich mit dir? Auf dem Babystrich. Ich hab nicht gehört, Gott sei Dank. Hast du gehört? Wann hast du gehört? Babytisch. Babytisch, ja, ja. Das ist ja auch was. Ja. Aber mein Messer ist doch schon so groß, jetzt lass ihn doch mal mit. Passt da doch ja nicht ran. Ich meine doch auch gar nicht. Den Babytisch, ich weiß, aber da verfolge ich den jetzt nicht. Ist doch alles gut. So, jetzt rauchen wir den Zahnkranz wieder auf. Ich mach mal jetzt ein bisschen hier. So Leute, wir sind erstmal nach Hause. Wieso ein Ditte? Na ja. Mal gucken, was los ist bei mir jetzt heute, ob der Alex gemeldet hat. Wieso ein Ditte? Ja, der Roller abholen. Sein Roller? Scheiße. Was für ein Roller? Ist das überhaupt Tara bei mir? Wie bei dir? Also, da hast du einen Roller. In der Wohnung? Naja, so war so ein Ding hier mit so einem Stiel dran. In der Wohnung? Naja, logisch. Hat er mir echt am abgesetzt, weil ich dachte, in der Wohnung? Naja, logisch. Den hat er mir abgesetzt. Da hat er dann nimmer gestorben. Zack, ich muss weg. So. Ja. Der hat auch bei mir. Letzte Woche sag ich, hast du noch den Roller zu stehen? Ja. Weg war er. Stell doch vor die Tür. Was? Alex, du Arsch, ihr fickte Missgeburt. Wenn du mal bei Wolle vorbeikommst, ja? Dann nimmst du die Fenster in Roller mit! Genau, du Spast! Ah. Also früher dann mit dem Motorrad mitgefahren. Motorrad? Mhm. Ohne Roller? Ja. Da musst du den da ja noch mal anmelden. Der Wolle kann ja nicht mehr treten vor lauter Roller im Flur. Kickboard wahrscheinlich hat er da gelassen, wa? Hä? Jo. Der wird überhaupt ein der Luft sein. Ja, von dir. Ja. Von dem Roller-Eintreiber. Der wird Wochenende wieder. Roller-Inkasso. Ja. Ruhigspielchen. Ach so. Dann hat er sehr schöne Götter. Aber man muss ja Mittwoch, wenn siehst du, hat er ja zu Hause Arbeitsdienst. Arbeitsdienst zu Hause. Naja. Ja, Arbeitsdienst kann man sich nicht aussuchen. Dienst ist Dienst. Dienst ist Dienst. Und Schnaps ist Schnaps. Bier ist Bier. Korn ist Korn. Dann noch irgendwas Süßes oben. Alten Kuchen habe ich schon gefragt. Habt ihr nicht mehr? Die haben wir nicht mehr. Einen alten Kuchen gibt es ja auch nicht. Das ist ein Dauerkuchen, wenn ich den mache, der ist tatsächlich echt lange haltbar, aber er hält nicht lange. Maßriegel habe ich gesehen, habt ihr. Maßriegel? Ja, ich für Maßregel. Maßregelvollzug. Maßregelvollzug. Ich nehme mir Schlüssel. Wolfgang, kannst du mir mal bitte meine Jacke geben? Die liegt dort auf der Baumwurzel. 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 Wait. Das ist ein weiches Material. Kann ich gar nicht festzuschrauben, tatsächlich. Dankeschön. Der Wolfgang ist so ein Netter, wa? Nett sein schützt vor Strafe nicht. Nein, aber Wolfgang, du bist der Wisser echt beinahe. Ah, duft der! Was hast du dir gerade auf dem fertig, ne? Zeig dir gerade. Oh, schon, Kalle, hey. Stell dir das mal vor. Wenn du früher mit Frauen im Team warst, Wolfgang, dann warst du bestimmt nicht auf dein eigenes Wohl bedacht, sondern hast die Frauen wahrscheinlich auf Händen getragen, oder? Naja, halb und halb. Halb und halb? Na, jetzt bin ich ja. In der Hand getragen, ja. Ich dachte, Wolfgang war stärker für. Echt? Ja. Oh, Wolfgang ist nicht so, wie du jetzt denkst. Niggerwolle vom Kiez. Hm. Ich dachte, ich bin ja. Fensterwolle heißt ja nicht umsonst Fensterwolle. Der hat früher alle im Blick gehabt. Ja. Der hat vom Fenster aus aufgeschrieben und abkassiert. Ah, ja, nur um deinen eigenen Spaß. Ach so. Ach, der. Ja, was ist denn Humanite, wenn du nachhörst? Ja, weiß nicht, wenn ich wieder da bin. Erinnerung geben nochmal.
Da? Wo liegt er denn hinten? Ja, ich dachte hier vorne, Landwehrkanal. Achso, ich dachte, ihr wollt mal wegfahren. Woanders wie, was denn die sagt, da irgendwo links? Ja, Mühlheim können wir auch. Ja, so. So, dann kannst du mal eine Zeitreise machen. In den 70er Jahren in der DDR, aber warst du ja wahrscheinlich auch. Ja, da ist Trinkgeld geben. Für Haarschnitt, ja. 5 Mark. 5 Mark. Ja, dann gehen wir mal zusammen. Komm ich mal mit? Ja, gerne. Ja. Aber ich glaube, zum Fußballschen, ja. Kann ich nicht. Wir können auch gut dumm quatschen. Dann gucken wir mal, Wolfgang, dem Chef, einen Angel zu. Ja. Zeigst du uns mal wieder die? Ich halte eine Stipperin kurz mal, dann gucken wir mal. Da kommt bestimmt hier so eine Barsche, ja, mal so Barsche und so. Wie sagt man so schön, der Sprichwort? Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Fängst den Barsch am besten mit dem Arsch. Der Dome fängt auch, wie sagt man so schön, ich komme ja auf die Sprichwort. Der dumme Huhn findet oben mal einen Korn. Ja, ja, also fällt auch der Barsch oder fällt ein Fisch oder so nicht. Ich glaube, du glaubst der Affe. Das kommt mir alle komisch vor. Ja, ja. Wenn er das erste Mal angeln ist, der fängt nicht einen Fisch oder nicht. Ja. Ach so? Ich glaube, das ist ein. Ja, da kann ja sein. Ja, ich weiß, wenn ich das erste Mal angelt, dann fängt er nicht einen Fisch. Naja, das erste Mal ist es nicht. Ich meine, ich glaube, da war schon alle Gehfisch damals immer. Naja. Du warst ja auch im Angelverein in Hessen-Wickel? Ja, ich habe mein Schloss. Kein Schloss? Irgendwo liegen lassen. Was für ein Schloss? Mein Schloss, mein Fahrradschloss. Ich bin mit einem schwarzen Schloss gekommen. Ja, so, genau, das muss da sein. Hast du einen Schlüssel? Ja, ja. Probieren wir jetzt, aber das ist bestimmt das. Ich habe es. Wollen wir einen Tropfen Öl drin machen? Ab! Tropfen Öl. Mach zu. Wolfgang, ein Tropfen Öl. Und Moment. Hinter dir, Wolfgang. Ach, Wolfgang noch nicht. Der muss aufpassen, wo er hinläuft. Ja, ich auch. Aber was machst du? Wir machen ein bisschen Dreck rein. Ein bisschen Öl. Aber kriegt ja schon Steuersatz. Die Relation, ja. Genau. Na, deine Steuersatz erkenne ich. Ah ja. Ja, was denn? So, das ist das. Was hast du denn? Hast du wahrscheinlich drin gehangen. Hier an der Tür hängt noch einer. Ah, genau, der ist es. Also ich habe keine Schlüssel in Empfang genommen von dir. Genau, der ist es. Was ist das für einer? Der ist verlaufen für Fahrrad, was angeschlossen ist. Ja. Pudding. Pudding. Ja, was, ein Liter oder? Hä? Ein Liter? Naja, bestimmt, ne? Also. Na, gibt ja so eine, also so Grießpudding gibt es ja auch. Ja, ist auch was. Ja, gerne. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe schon lange kein Pudding mehr gegessen. Ja, und extra Vanillesoße dazu, oder? Wisst ihr, gibt's sowas? Ja, klar. Na, dann nehme ich das. Oh, nicht die ganze Packung. Einmal die Wohlfühl-Portion. Knackt ja schön. Ich möchte mal überhaupt nichts kaputt. Was hast du dazu? Ich sag ja nicht. Ja, ich glaube, das ist so eine schöne Hut, das ist eigentlich. Aber es ist ja, jetzt ist es, das läuft wieder. Hör mal, hörst du knacken, wa? Ich will doch das knacken. Aber, natürlich nicht immer wieder knacken. Die hier. Die, wie kommst du auf? Ah? Wieso bitte? Was sind die wollen helfen? Es sind Lager hier drin. Ja?
Geh weg. Da. Der Lager ist kaputt. Da haben wir den Mund nicht. Gottes Willen. So eine billige Qualität. Was soll man machen, wa? Ist nicht von mir. Na gut, okay. Ich hab's geschafft eigentlich heute alles. Alles geschafft, was ich wollte. Bis auf das Fahrrad. Das muss ich noch machen. Das Orbea. Das können die Kinder haben. Ja. Und das mache ich ja für. Ui, und das ist deine Tochter oder wie? Ja, entweder Litte oder. Oder für die Vermietung. Ne, denn wenn Anouk das nicht haben will, dann mach ich das für die Vermietung. Also du gehst nach Hause, ich muss in die Toilette. Ja, tut mir leid, ich hab ja eh kein. Nö, das ist auch ja nicht. Wolfgang, war schön, dass du da warst. Auf alle Fälle war es lustig heute. Ja, war. Darf ich morgen wieder kommen? Klar darfst du wieder noch mal. Wolfgang, klar. Hat doch keiner was gegen dich, da brauchst du keine Angst zu haben oder so. Und wenn wir manchmal einen Scherz machen, wir nehmen auch uns auf die Schippe und dich auf die Schippe, wir nehmen uns alle das auch gegenseitig auf die Schippe. Das ist nicht böse gemeint, ne? Ach, das weiß ich doch. Na, dann ist gut. Das weiß ich doch. Nicht, dass sie hier irgendwann irgendwie verarschen können. Nee, das ist alles nur ein Witz. Wir waren mal so sauer, ich war eh mal nicht so sauer gewesen, wo er hat dann wieder auf die Schippe genommen. Ja, jetzt öfter, dass da Leute das nicht verstehen. Ja, wurde, war da mal, wo der nicht verstanden hat. War nicht so, ja. Ist dann aber auch nicht so schlimm, wenn sie den Humor nicht verstehen. Das ist ja, in Berlin ist das halt so, da ist man einfach, ne, sagt man das ja. Ist ja auch so, wie man gesagt hat, kennst von Alex, den Diplom-Leisten, der so ein großer Langer, den kennst du auch, noch ruhig für den. Ja, weiß ich nicht. Wir haben nur ein bisschen gescherzt und mal Sprüche losgelassen und da sagt, Benjamin. Und da haben wir mal ein bisschen, da war er gleich ein bisschen sauer, weil wir uns die Scherze gemacht haben. Ja. Ui, ja, manche sind da sehr empfindlich. Der ist empfindlich bei sowas. Ja. Also, na, ja. Guck mal hier. Ist ja wie neu, ne? Also ist ja eigentlich neu. Ja, ja. Die Ketten können zuerst, nur die Kette ist runter, oder? Hinten, ja. Die Kette ist runter und aufgepumpt werden muss, das immer durchgecheckt werden. Der Sattel muss wieder rein, die Stütze, die Klemme fehlt. Ansonsten ist das wie neu. Da freue ich mich direkt. Gut, bis morgen irgendwann. Ja, Wolfgang, bis dann. Alles Gute. Sattelstützklemme braucht das gute Rad. Das ist doch ein schönes Rad. Mensch, vielleicht gefällt es meiner Tochter sogar. OBS Corporation. OBS ist ein Originalrad, so wie es aussieht. OBS. Naja, ist jetzt nicht so hochwertig. Vielleicht will es meine Tochter haben, vielleicht auch nur für die Vermietung. Die haben auf alle Fälle eine Klemme 29. Brauchen wir nur noch die anderen Teile für die Klemme. Schwarz. Eine BMX-Klemme. Nehmen wir die doch. Die nehmen wir einfach. Pudding am Abend, erquickend und labend.
vorbei, ja. Der weibliche Schwan. Heißt das was? Gibt's ja nicht. Rudi Felge. Ganz einfach, Kastenfelge, aber Rudi. Rudi macht ja eigentlich auch ganz gute Felgen, Downhill und so. Hochbelastbare Felgen. Das ist natürlich einer davon. Zack. Zack. Hammer. Und. Schutzblech festmachen. Ziehen die Schrauben, weil die Schrauben vom Schutzblech. Dann die Achsschrauben. Der Achsmutter auch nachziehen. Fest. So. Läuft ja ganz gut. Thank you.
Wir achten auf die Einstellungen. Ja. Bremse läuft bescheiden schön. Läuft gut.
Ah, jetzt. Ist natürlich nicht gut. Wird noch gelöst. Guck mal, jeden Hebel, das ist ja nicht für ein Denken. Also mal ganz im Ernst. Wie soll denn ein Kind, was hier anfasst, an den Hebel kommen zum Bremsen? Wie soll denn das funktionieren? Totaler Müll, der Hebel muss viel länger sein. Soll er nicht da rumgreifen und damit zwei Fingern bremsen oder was? Schwachsinn, ja, Scheiße, ey. So ein Dreck. Wer baut denn sowas? Ich muss ab. Kinderbrunnenhebel extra klein, ja scheiße. Da bremst sich ja auch die Grütze, da brauchst du ja schon zum Ziehen so Kraft. Ne, weg damit. Weg mit diesem Hebel, den brauchen wir nicht. So, weg damit. Remo Shift ist der hier. Weg damit. Und weg hiermit. Für ein Dreck, ey. Was denn das für eine Müllscheiße? Wie kann man denn so was auf den Markt bringen, ey? Mann, ey. Ja. Da kriegt man ja Krebs. Schwachsinn. Also okay. Nicht zu empfehlen. Dieser Hebel, das ist kein Kinderbremshebel. Das geht ja nicht. Ich habe Kinderbremshebel da, die werde ich da anbauen. Gucken, ob die besser sind konzipiert. Muss in solch einem riesen Schalter passen.
Ja, der Schalter ist für Erwachsene, sozusagen. Also für Erwachsenenhände auch, für den Umfang von Erwachsenenhänden. Muss man halt so ein bisschen überlegen, wenn man so ein Kinderrad zusammenbaut, mit was für Teilen man zusammenbaut, tatsächlich. Ne? Ja, Dennis ist wieder da. Wolfgang weg oder was? Wolfgang ist weg. Ja, mit. Hat die Schnauze voll. Ja, ihr seid. Hat gekündigt. Jo, jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier tatsächlich besser passt, weil... Das habe ich einen Pudding von dir verschenkt. Das muss natürlich nicht. Stand ein alter Bekannter vor der Kuhfalle und hat Geld geschraubt. Naja, rein gedacht. Ich hab es ja nicht, aber ich kann ihm ja einen Pudding schenken. Das geht nicht. Das geht nicht, also. Hier, die hat mir nicht so eine, bei Penny gibt es nicht so eine großen Pudding für wo so eine Literpakete. Sehr schade. Aber gibt es nicht. Hey, guck dir mal die Scheiße an hier. Ich will ja nur mal sagen, also wenn man so ein Kinderrad zusammenbaut, kann man ja gerade ja wieder ausgelassen. Das ist ja mal so herrlich. Danke. Sehr nett. Ja. Ein Puddinglieferung. Mein Abendessen. Ah, reißt gleich der Karton auseinander. Ja. Bevor mein Magen platzt, reißt der Karton auseinander. Ja, das ist Sicherung. Ja, bitte, hier, guck mal, Dennis. Einfach nur, ich will ja mal demonstrieren. So, Bremshebel, klar ist ein Kinderbremshebel, wir nehmen einen schönen Bremshebel, wo Kinder auch vernünftig greifen können, ne? Und so denkt man sich, und dann nehmen wir einfach mal, ja, ist ja so dicke, nehmen wir einen erwachsenen Schalthebel dazu und am Ende kommt noch ein Griff auf das Ganze rauf. So. Das übergreift natürlich diese kleine Kinderhand nicht. Jetzt frag ich dich, wie soll das Kind denn so bremsen mit dem Scheiß? Wieso baut man denn so weit? Denkt man da nicht drüber nach oder was? Denkst du, es eine Möglichkeit, weiter nach unten zu richten? Halt. Naja, nee, darum ging es jetzt nicht, sondern grundsätzlich sieht es darum, wo soll denn ein Kind hier noch greifen? Hier ist ja gar keine Fläche mehr. Und ich schweige dann, dass ein Kind einen Umfang hat, um da drum zu kommen mit der Erwachsenen. Und dann kann man ja auch, also, total bescheuert. Haben sie wieder nicht gedacht. Nur von Sechsel. Joppa, wir wollen ja nur einmal laufen. Alles weg. Na wunderbar. Aufgestellt dort. So, was haben wir denn hier für morgen früh? Ein wenig Soße. Soße für den Kopf. Fürs Gehirn. Genau. So, du kriegst ja Geld von mir. Hey, was? 40 Euro? Nee. Doch, ist er. 9,63 Euro. Fuffi hast du eben. Können wir mit dem Essen verrechnen. Außerdem hast du mich ja gestern und heute eingeladen. Geht ja auch nicht. Ich stelle aber genau hier hin. Ja. Gut, dann machen wir so. Vielleicht haben wir nicht. Haben wir Thorsten das Geld gegeben oder nicht? Die 15 Euro? Ich bin mir da fast sicher, aber wie gesagt, nicht zu 100%, deswegen... Ja. Ja. Ja, gut. Schließe ich es nicht. Naja, gut! Da recherchiere ich. Da recherchiere ich. Recherchi. Recherchi. Recherchlich.